Immer öfter werden Journalisten von Rechtsradikalen angegriffen. Nun reagiert der Deutsche Journalistenverband mit einem Blogprojekt. Unter augenzeugen.info können betroffene Journalisten die Vorfälle dokumentieren. Und wir fragen DJV-Pressesprecher Hendrik Zörner, wie Lokaljournalisten am besten mit dieser gefährlichen Situation umgehen können. Geschlagen, bedroht und beschimpft. Journalisten werden besonders bei Pegida-Demos immer häufiger zur Zielscheibe. Hendrik Zörner, der den Blog redaktionell betreut, sorgt dafür, dass ab sofort unter augenzeugen.info solche Vorfälle genau aufgelistet werden. Gerade hat Pegida-Frontfrau Tatjana Festerling dazu aufgerufen, die Eliten aus den Pressehäusern zu prügeln. Wie gefährlich wird es jetzt ganz konkret für Journalisten? Also ich glaube, gefährlich wird es jetzt vor dem Hintergrund zuallererst mal für Frau Festerling. Wir haben nämlich Anzeige wegen Volksverhetzung und anderer Straftatbestände gestellt. Das ist immerhin ein Aufruf, der so nicht stehen bleiben darf, der auch nicht von der Justiz so in Kauf genommen werden darf. Wenn es wirklich dazu käme, dass sich Bürger davon beeinflussen ließen, was Frau Festerling da gefordert hat, dann hätten wir in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände. Rechtsextreme Angriffe auf Journalisten gab es ja schon früher auch, aber hat das Ganze jetzt eine neue, andere Qualität angenommen? Das hat jetzt in der Tat eine bedrohliche Dimension bekommen. Wir haben es in der Tat seit Jahren, wenn man nicht sogar sagen will, seit Jahrzehnten, mit einer zumindest gefährlichen Stimmung gegen Journalisten in rechtsextremistischen Kreisen zu tun. Es war noch nie ein Vergnügen für Journalisten, etwa über Parteitage der NPD zu berichten und dann da vor Ort zu sein oder über rechtsextreme Aufmärsche. Aber die Gewaltschwelle, und das ist das, was wir beobachten, die Gewaltschwelle gegenüber Journalisten ist bedrohlich gesunken. Es scheint in bestimmten Kreisen der Bevölkerung inzwischen populär geworden zu sein, einem Journalisten, der eine unangenehme Frage stellt, auch schon mal eine zu verpassen. Mit Ihrem Blog rufen Sie ganz konkret Journalisten auf, die sich melden sollen, die Opfer eines solchen Angriffs geworden sind. Wie viele haben sich da jetzt schon gemeldet? Das sind noch nicht sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es bei Journalisten noch die Hemmschwelle zu überwinden gilt, sich selbst zu Gegenstand der Berichterstattung zu machen. Journalisten berichten nicht gerne über sich selbst. Aber wir haben jetzt eine Situation, da ist das notwendig. Und die ersten Reaktionen der Kolleginnen und Kollegen zeigen uns auch, dass das genau richtig ist, sich jetzt in dieser Situation an uns zu wenden. Welche Tipps haben Sie für Lokaljournalisten, die sich in so einer gefährlichen Situation befinden? Wir raten dazu, dass sich im Augenblick nur solche Journalisten überhaupt zu Aufmärschen oder Demonstrationen, etwa von Pegida, begeben, die da auch Erfahrungen mit haben. Da sollten nach Möglichkeit keine Berufseinsteiger im Augenblick hingehen. Das ist eine brenzlige Situation und da ist Vorsicht, da ist Berufserfahrung unbedingt erforderlich. Und wir raten Journalisten dazu, nach Möglichkeit nicht alleine loszugehen, sondern lieber in Begleitung von mehreren Kolleginnen und Kollegen. Was fordern Sie von der Politik? Müssen Journalisten besser geschützt werden? Ja, Journalisten müssen eindeutig besser geschützt werden. Wir erleben es leider immer wieder bei solchen Demonstrationen, etwa von der Pegida, dass sich die Polizisten, die da ja massenhaft vor Ort sind, um Verkehrslenkung bemühen, dass sie sich auch darum kümmern, möglicherweise gegnerische Blöcke voneinander fernzuhalten. Das alles sind polizeiliche Aufgaben. Aber die Durchsetzung der Pressefreiheit, die Durchsetzung des Grundrechts der Pressefreiheit, muss auch Aufgabe der Polizisten sein. Und das müssen sie viel stärker verinnerlichen. Mit diesen Augenzeugenberichten hofft der Journalistenverband, genug Material zu sammeln, um so die Politik zum Eingreifen zu bewegen.